Hallo, liebe Freunde. Leute, was geht ab? Willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Roblox-Video und ich wollte euch vorerst nochmal warnen. Ich bin gerade im Umzug und deswegen halt das hier ein kleines bisschen mehr im Hintergrund. Ich hoffe mal, dass es nicht sli ich hoffe mal, dass es nicht slim, genau, Leute, es ist nicht so slim. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm, denn ich werde jetzt hier die Tage mein neues Büro aufbauen und so weiter und so fort. Falls ihr das sehen wollt, wie ich das mache, könnt ihr mir gerne mal auf Instagram folgen und vielleicht mache ich sogar ein komplettes Video darüber. Genau, es wird ab den nächsten Tagen wieder anders sein, aber es ist jetzt heute nur eine Notsituation, weil ich sitze hier gerade auf der Heizung und muss irgendwie versuchen, dieses Video am Laptop aufzunehmen. Deswegen, Leute, nehmt es mir nicht so übel, aber ich kann für euch gerne noch mal ein bisschen singen. Hallo, Freunde, geht es euch? Ich glaube, ich sollte Opernsängerin werden. Okay, heute spielen wir nämlich ein ganz, ganz cooles Spiel und zwar ist das Labor-Experiment-Spiel. Wir haben ja schon mal so etwas Ähnliches gespielt hier, so Labor-Krimskrams, wo wir nämlich den guten alten Jeff in die Luft gesprengt haben. Wer sich daran erinnert, Leute, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und wer es nicht gesehen hat, Leute, schaut euch einfach mal an. Wir erstellen einen Virus in Roblox oder sowas, habe ich das Video genannt, ich weiß es nicht. Und jetzt sind wir hier ein kleiner grauer Klotz. Hallo Leute, ich bin ein kleiner grauer Klotz hier. Wo ist eigentlich der Sound? Hat das Ding hier überhaupt Sound? Hello? Yeah! Okay. Wir können hier, glaube ich, sogar ein paar Sachen kaufen. Hey, mein Freund. Oh, guck mal, hier gibt's Power-Ups. Was bringt das? Jump Boost! Upgrade! Upgrade! Raps Raid! Corrupnate! Hey, wieso geht das nicht? Ich will Jump Boost! Mama, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag keinen Jump Boost. Hey, du kriegst keinen Jump Boost! Raus aus meinem Haus! Was wollen Sie von mir, junger Mann? Okay, wir gucken mal. Vielleicht können wir hier 500 Credits. Holen wir mal 500 Credits. So, gucken wir mal rein. Leute, ich weiß, heute bin ich echt ein bisschen extrem drauf. Ey, ich will jetzt Jump Boost haben. Gib mir Jump Boost. Es müsste jetzt eigentlich auch langsam mal losgehen. Oh, große Pattern. Geht's jetzt los? Woo! Oh, cool. Das ist übelst nice. Warum sind alle Leute da unten, nur ich nicht? Kann mir das bitte jemand sagen? Hier gibt's Laser-Upgrades, Shop und so weiter und so fort. Ich würde gerne mitmachen. Kann mir jemand sagen, wie man hier mitmachen kann? Hallo? Okay, dann spielt halt ohne mich. Ich suche mir neue Freunde. Willst du mein Freund sein? Oh, du willst mir nur deine komische Kacke hier verkaufen. Ah, es geht nicht mehr weg. Hilfe! Aha! Da steht dick, fett, groß, Play. Und die anderen spielen jetzt schon ohne mich. Oh, lol, was passiert denn da? Hey, warum spielt niemand mit mir? Okay, alles klar. Ja, wir können jetzt hier warten, bis das nächste Play losgeht, Leute. Dann müssen wir hier wahrscheinlich durch diese Tür rennen und können dann da auf jeden Fall mitspielen. In der Zeit kann ich eigentlich mal ein bisschen gucken. Hier kann man sich Laser-Upgrades holen. Für was? Für was? Für was kann man sich bitte ein Laser-Upgrade holen? Damage, okay, holen wir uns, zack, das holen wir uns natürlich auch. Und das Ding hier auch. Komm, wir holen uns nochmal ein Laser-Upgrade. Wir haben nicht genug Credits. Aber wir müssten jetzt so langsam mal hier in das neue Game reinkommen. Ich will mitspielen. Ah, nein, das ist die falsche Richtung. Diese Richtung hier. Yeehaw! Woo! Okay, dann wartet hier halt einfach der graue Klotz auf die nächste Runde. Was zum Teufel machen die da unten? Was soll das darstellen? Das. Ich verstehe nicht ganz, was sie da. Geh runter von meinen. Entschuldigung, Sir. Ich weiß, der Platz da oben ist super toll, aber könnten Sie bitte von meinem Kopf runter? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Irgendwie ein bisschen komisch. Was spielen die denn da? Was ist das für ein Spiel? Oh, lol, guck mal. Lol, es macht richtig Spaß. Oh, die Verbindung ist getrennt. Na toll. wo führt das hier hin? Okay. Ah! Hey, da ist Izzy! Hey, Izzy, was geht? Nee, das ist nicht Izzy, das ist Sarah Crouch 78. Und das hier ist 1XX Galaxy XX3. Okay, alles klar. Guck mal, hier sind nochmal so coole Dinger. Hier unten kann man auch irgendwie ein bisschen besser zugucken. Kann man hier auch irgendwo Foursquare? Aha. Ah! Ah! Da wird das Spiel ein kleines bisschen erklärt. Das hier ist Foursquare? So. Okay. Und da. Ah, okay. Man muss, glaube ich, dahin laufen, wo. Oder auch nicht. Man muss, glaube ich, dahin laufen, wo einem die Farbe angezeigt wird. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
Aber welche Farbe wird da angezeigt? Hä? Was soll das? Was, wie soll das funktionieren? Ich verstehe es nicht. Warte mal. So, dann stelle ich mich mal hier aufs Gelbe. Was passiert, wenn ich hier auf dem Gelben stehen bleibe? Ah! Ist es einfach nur mit Glück? So, ich glaube, das ist einfach nur per Glück. Ich bin nicht sicher. Was ist das hier? 0 Sekunden. Null. Ah! Space Experiment! Okay, ein neues Spiel. Alles klar. Ich will wieder zurück. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier irgendwo. Ah, das sieht aber auch cool aus. Freunde, falls ihr Bock habt, dass wir das hier mal spielen, das Space Experiment, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Aber ich gehe jetzt wieder zurück. Runter, Vorsicht. Welche Richtung? Wo muss ich lang? Hilfe! Okay, alles klar. Wo ist sie hin? Oh Mann, ich wollte auf der... Egal, mir hört sowieso niemand zu. Okay, wann geht das Game denn jetzt los? Ich check's nicht irgendwie. Ist es hier gerade ein bisschen... Hä? Oh Mama, es geht los, es geht los. Okay, rein hier. Okay, hier ist irgendwie ein Typ mit einem komischen Horn auf dem Kopf und hier sehen alle jetzt irgendwie so ein bisschen crazy aus. Also, die letzte Runde wurde gewonnen von irgendeinem Typen mit einem roten Anzug. Keine Ahnung, wie der hieß. Ich glaube, Red the Gamer hieß der, ich bin mir nicht sicher. Und genau, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie hier das ganze Game starten. Okay, in 15 Sekunden startet der ganze Schwebel hier, Leute. Ich bin gespannt wie ein Bogen, was hierbei rauskommt. Also ich habe jetzt mich ein bisschen informiert, wie das Ganze funktioniert. Also oben steht so verschiedene Szenarien, die passieren. Zum Beispiel einer verliert seine Beine oder es verlieren zwei Leute ihre Beine. Dann müssen die irgendwie probieren zu überleben ohne Gliedmaßen. So, dann gibt es noch irgendwie so Sachen so, ja, der und der wird zwei Blöcke größer oder sowas. Oder wächst um den und den Grad oder sowas und muss dann probieren damit zu überleben. So. Hoffentlich funktioniert das so. Stadtwolkenkratzer. So, zwei Spieler werden zufällig auf Platten teleportiert. So, okay. Ich mache einfach mal mit. So, es ist jetzt einmal der LQ-Blind, bla bla bla. Der wurde zweimal, der wurde jetzt einfach teleportiert. So, okay. Ich bleib mal also einfach jetzt hier mit dem guten Freund hier drauf. Waiting for years. Okay, alles klar. Bitte schubst mich nicht runter. Du bist genauso ein grauer Klotz wie ich. Wir müssen hier einfach probieren zu überleben heute. Bitte, ich warte schon so lange, bis ich hier reinkomme. Ich möchte nicht sterben. Bitte. Okay, ein Spieler wird schwerer. Das heißt also, dass man, glaube ich, schneller runterfällt. So, der Scrap-Bot D2 wurde jetzt schwerer gemacht. Das heißt, der kann jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich richtig viel springen. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe ein Kraftfeld gekriegt. So. Aber was bringt das? Okay, ist das was Gutes? Ich glaube, das ist was Gutes. So, drei Spieler werden verlangsamt. Oh, Mama, bitte nicht. Ich glaube, Hexaplace, Diamond und Arzoil. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist sogar ein richtig nices Community-Game, Leute. Vielleicht mache ich mal einen eigenen Server hier drin auf. Dann können wir das Ganze mal in der Community zusammen spielen. Hexaplace und Smoke. So, also ich habe jetzt das Kraftfeld für 2 Minuten. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt. Oh, drei Spieler tauschen mit anderen ihren Platz. Bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Hexaplace. Oh, Leute, das ist richtiges Roulette hier. Das ist mega spannend irgendwie. Mega, mega spannend. Okay, jetzt geht das nächste los. Drei Spieler werden unsichtbar. Bitte, komm, ich will unsichtbar werden. Smoke, Unicorn Girl. Okay, nice. Okay, ich bin nicht geworden. Nice. So. Ich glaube, es ist am schlausten, wirklich weit oben zu bleiben, weil so kann man... Okay, das bewegt sich bei denen. Okay, zwei Platten driften horizontal. Okay, der läuft da ein bisschen mit. Okay, er ist runtergejumpt irgendwie. So. Okay, Credit Earning will be doubled now. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt doppeltes Geld. So. Okay. Drei Platten werden 9 Klötze kleiner. Oh, die da hinten. Die da hinten ist 9 Klötze kleiner geworden. Oh, oh, oh. Jump. Nein, nein, ich spring nicht. Ich vertraue dir nicht. Edan, Unicorn Girl 56, bekommt eine andere Steuerung. Was? Oh nein. Okay. Kommt eine Steuerung. Crazy. Was kommt als nächstes? Okay, irgendwie wieder eine andere Steuerung. Also die können, glaube ich, dann den Block da hin und her bewegen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, den Klotz. Okay. Bekommen neue Sichtfelder. Was? Drei Teufelsnamen meinen die mit Sichtfelder? Okay, I'm not sure. I'm not sure. Was?
Eine Platte wird von Aliens besucht. Oh mein Gott. Ich musste runterspringen, Leute. Ihr habt es gesehen. Ich musste runterspringen, weil da nämlich irgendwas irgendwie rot und dann musste ich runterspringen und. Was ist da los? Guck mal, die wird einfach zu einem Schwamm. Seht ihr das? Ach so, das ist ein giftiges Feld. Das ist gar kein Schwamm. Oh Mann. Aber die Runden sind echt nice. Okay, Jungs. Let's do this. Mal gucken, wie es jetzt hier. Oh, wow. Was ist hier los? Okay, wir werden jetzt hier wieder auf die Welt gebracht. Nice. Das sieht cool aus. Ich glaube, hier drauf ist es sogar fast sicherer. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Es werden zwei Spiele zu geistern. Oh, okay. Ich weiß nicht, was das irgendwie bedeuten soll, dass sie zu geistern werden. Vielleicht machen die dann bei Minecraft Geist mit. Keine Ahnung. Okay. Drei Platten werden unaufhörlich kleiner. Okay, ich weiß nicht, welche. Ich weiß nicht, welche das ist. Zwei Platten werden zu Discos. Yeah, das ist doch cool. Okay, meine nicht. Alles klar. Okay, Leute, ich wurde jetzt bisher auch nur zweimal ausgewählt oder sowas. Hä? Ein Spieler wird von den Füßen geholt? Oh, oh. Okay, das ist der Shinjo-Do. Der wurde jetzt von den Füßen geholt, was auch immer das bedeuten mag. Okay, Leute, falls ihr übrigens Bock auf einen zweiten Part davon habt, lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Coolboy 123 123 4 2 3 5 3. Wie kann man sich so einen Namen merken? Zwei Spieler bekommen doppelt so viele LP. Lebenspunkte. Jawoll! Ey, das Spiel mag mich. Oh. Livepoint. Ich habe, glaube ich, doppelt so viel oder habe ich gerade Schaden gekriegt? Ich verstehe es nicht, weil hier neben ist ja noch das Ding offen hier. Habe ich jetzt Schaden bekommen oder was habe ich jetzt gekriegt? Okay, eine Platte bekommt eine kostenlose Zeitbombe für 40 Sekunden. Okay, drei Spieler werden zu zufälligen Platten teleportiert. Albert, Unicorn Girl und Hippo Moose. Okay, gut, dann bleibe ich hier einfach mal drauf stehen. Hier geht es schon gerade ein kleines bisschen rund. Zwei Platten bekommen Minen. Oh, bitte nicht meine, bitte nicht meine, bitte nicht meine. Okay, gut. Zum Glück nicht meine, ey. Cool bleiben, Leute, cool bleiben. Ganz cool bleiben. So. Oh oh. Oh oh. Ich sinke. Mama mia, ich sinke. Oh, lol. Lol, ja, oh, Alter, was? Ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh. Tja. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Leute, ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe mal, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei einem weiteren Video. Ich werde auf jeden Fall morgen dieses kleine Heilproblem hier ein bisschen beheben, Leute. Ich hoffe mal, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Ciao!